Ihr lieben Leut, das Märchen von den sieben Geißlein ist heut. Ich erzähl's euch brav, damit ihr wisst, wie das alles so gekommen ist. Natürlich ist das Märchen von Gebrüder Grimm. Die lebten damals, doch heut ist heut. Drum erzähl ich das, was damals war und das, was heute ist, auf eine andere Weise, damit ihr wisst, wie das alles so gekommen ist. Das Märchen von den sieben Geißlein. Im Geißenhaus, da war ein rechter Zirkus, damals und heute auch, dort in den Wäldern und auf der ganzen Welt heute auch. Im Geißenhaus pfiff damals die Peitsche. Es herrschte Disziplin und Ordnung, damit die Geißlein etwas lernten, damit sie die sieben Geißlein paradierten, als die sieben freien Künste im Zirkus der Kultur. Und die konnten etwas, marschierten auf zwei Beinen, aufrecht, dicht geschlossen die Reihen, sie schwenkten nach Kommando. Die Mäuse in dem Häuschen piepsten, Respekt, Respekt, beim Spektakel in dem Häuschen, denn sie, die Mäuse, waren und sind das Volk. Das eine Geißlein machte die Musik. Seine Fingerlein marschierten aufrecht, dicht geschlossen, hin und her auf den Tasten vom Instrument. Sie schwenkte nach Kommando. Die Mäuse in dem Häuschen piepsten, Respekt, Respekt, beim Spektakel in dem Häuschen, denn sie, die Mäuse, waren und sind das Volk. Das andere Geißlein machte die Wissenschaft, und das konnte etwas. Seine Gedanken marschierten aufrecht, dicht geschlossen hin und her im Gehirn, sie schwenkte nach Kommando. Die Mäuse in dem Häuschen piepsten, Respekt, Respekt, beim Spektakel in dem Häuschen, denn sie, die Mäuse, waren und sind das Volk. Das dritte Geißlein machte die Philosophie und Religion. Was zauberte das? Nicht fantastisch, Elefantöses, Wunderbares aus dem Hut. Die Gleichheit, die Freiheit, die Brüderlichkeit, die Herrschaft der Vernunft, die Minderwertigkeit und die Hochwertigkeit der Rassen, der Stände und Ideen. Schillernde Ideen. Die Mäuse in dem Häuschen piepsten, Respekt, Respekt, beim Spektakel in dem Häuschen, denn sie, die Mäuse, waren und sind das Volk. Das vierte Geißlein machte Kunst, seine Äuglein fassten Natur und Wirklichkeit, schwenkten nach Kommando,
sein Werk zeigte, was das Äuglein sah, was Verstand und Ansicht sagten. Die Mäuse in dem Häuschen piepsten: Respekt, Respekt beim Spektakel in dem Häuschen, denn sie, die Mäuse, waren und sind das Volk. Die Geißlein, alle sieben, die sieben Geißlein paradierten als die sieben freien Künste im Zirkus der Kultur. Sie konnten etwas, marschierten auf zwei Beinen, aufrecht, dicht geschlossen die Reihen, sie schwenkte nach Kommando. Die Mäuse in dem Häuschen piepsten: Respekt, Respekt beim Spektakel in dem Häuschen, denn sie, die Mäuse, waren und sind das Volk. Ihr lieben Leut, so war's damals einmal, dann einmal kam auch ein Bock dazu, mit Schnurrbart einer, von Österreich her ein solcher, der meckerte herum: Wir brauchen mehr Futter, wir brauchen mehr Raum für unseren Geißenzirkus. Das holen wir von der Nachbarschaft, ich und die Geißenmutter. Macht die Tür nicht auf, liebe Geißlein, der böse Feind kommt schnell herein und frisst euch alle auf. Unsere Geißenmutter und der Schnurrbartbock gingen auf den Raubzug aus. Die Tür war zu, das war ein Gewitter rund um das Haus, draußen in der Nachbarschaft. Es krachte und es schepperte. Angst kroch in das Geißleinherz. Jetzt schaute durchs Geißenhäuslein, Fensterlein, noch dazu der böse Feind herein. Macht auf, macht auf, ich will herein, denn alles ist verloren. Der böse Schnurrbartbock ist tot im Führerbunker. Ihr lieben Leut, die Geschichte ging weiter, wie ihr wisst. Bald war der Wolf im Geißenhäuslein drin, ein schreckliches Geschehen. Dass die Geißenkinderlein verschlungen, das Desaster überlebten, das ist ein Märchen. Die Geißenmutter überlebte den Feldzug, den Unglückseligen, und das Geißlein drin im Uhrenkasten unserer Zeit. Und die Mäuse in dem Häuschen überlebten, ja. Und der Geißenzirkus überlebte, ja. Im Zirkus paradieren die sieben freien Künste im Zirkus der Kultur heute noch. Der neue Zirkus aber, der ist anders. Nun seht, jetzt seht, wie die Sache heute im Geißenzirkus geht. Seht, was das Geißlein sah, und sieht, dass im Uhrenkasten und nicht im bösen Wolf überlebte, was das sieht und sah heutzutage im Geißenzirkus. Die Mäuse sind die Artisten, mischen auf den ganzen Zirkus.
bestimmen das Programm, bestimmen die Arena, was dort zu spielen ist, wer dort spielt und wie. Der Geißenzirkus ist ein Mäusezirkus heutzutage. Sie marschieren nicht mehr auf zwei Beinen, aufrecht, auf allen Vieren. Nicht dicht geschlossen die Reihen, durcheinander rennen sie auf allen Vieren. Sie schwenken nicht nach Kommando, durcheinander rennen sie auf allen Vieren. Die Mäuse in dem Häuschen piepsen, Respekt, Respekt beim Spektakel in dem Häuschen, denn sie, die Mäuse, waren und sind das Volk, denn sie denken, das kann ich auch. Denn sie, die Mäuse, wissen, Peitschenknall und Ruckzuck machen wir selbst heutzutag. Wir mögen starken Spektakel, den gekonnten. Es gibt im Zirkus der sieben freien Künste keinen Künstler mehr seines Fachs. Der Meister denkt in seinem Hirn, wie treib ich den Spektakel um? Denn der Spektakelmeister wird gesehen. Die Mäuse in dem Häuschen piepsen, Respekt, Respekt beim Spektakel in dem Häuschen, denn sie, die Mäuse, waren und sind das Volk, denn sie denken, das kann ich auch, denn sie, die Mäuse, wissen, Peitschenknall und Ruckzuck machen wir selbst heutzutag. Wir mögen starken Spektakel, den gekonnten. Die Mäuslein alle paradieren als die sieben freien Künste im Zirkus der Kultur. Sie können nichts, das ist selbstverständlich, denn die Mäuse in dem Häuschen piepsen, Respekt, Respekt beim Spektakel in dem Häuschen, denn sie, die Mäuse, waren und sind das Volk. Denn sie denken, das kann ich auch. Denn sie, die Mäuse, wissen, Peitschenknall und Ruckzuck machen wir selbst heutzutag. Wir mögen starken Spektakel, den gekonnten. Und wenn, ihr lieben Leut, die Mäuse in dem Häuslein vor Ödnis und Langeweile nicht gestorben sind, dann tanzen sie heute noch das Programm vom starken und stärksten Spektakel im Zirkus der Kultur.